Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Frank Schmelzer und ich darf Sie in den nächsten 20 Minuten durch das Programm führen. Thema heute ist Inventormodellierung. Das heißt, ich werde Ihnen eben halt gleich an einem kleinen Beispiel die Funktionalität der Adaptivität zeigen. Ich habe hier entsprechend zwei Platten und zwischen diesen zwei Platten werde ich gleich eine Druckfeder konstruieren. Und wir werden gleich diese Platten zueinander bewegen und dabei soll dann eben halt die Feder zusammengedrückt werden. Ich lasse das mal gerade hier so einfach laufen. Das heißt, stellen Sie sich gleich einfach da eine Feder zwischen und diese Feder wird dann gleich zusammengedrückt. Die Feder habe ich auch schon soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe hier schon ein einfaches Bauteil erstellt, schon entsprechend in meinem Volt mit einer Nummer versehen. Und ich habe auch hier schon entsprechende Benutzerparameter angelegt, wie zum Beispiel die Federlänge, den Drahtdurchmesser oder den Federdurchmesser. So, beginnen wir nun mit einer einfachen Skizze auf der XY-Ebene, wo ich einen einfachen Kreis zeichne, beispielsweise mit 20 mm Durchmesser, den ich dann einfach auch in die Höhe extrudiere. Das heißt, hier kann ich dann eben halt auch schon die Federlänge benutzen, das heißt, die steht hier schon drin. Ansonsten hätte ich hier die Möglichkeit, über Parameter auflisten, auf meine Benutzerparameter zuzugreifen und dann auszuwählen. Dieser Zylinder steht einfach nachher nur als schematisches Teil zur Verfügung, das heißt, er dient uns eben halt dafür, dass eben halt die Feder auch nachher zusammengedrückt wird. Das heißt, dieses Element ist eigentlich dafür ausschlaggebend, dass hier eingebaut werden kann und das ist auch nachher der ausschlaggebende Punkt, um eben halt unsere Feder zusammenzudrücken. So, haben wir dieses Teil erstellt, können wir uns nun um die Spirale für die Feder kümmern. Das heißt, an der Stelle lege ich jetzt eben halt senkrecht zu dieser Ursprungsebene eine neue Skizze hier drauf. Das heißt, ich wähle hier eine andere Ursprungsebene aus und erstelle mir eine neue Skizze. Hier kommt natürlich jetzt als erstes unser Draht rein, das heißt, den kann ich natürlich auch schon direkt so bemaßen. Das heißt, dadurch, dass ich eben halt die Parameter festgelegt habe, kann ich hier sagen, Drahtdurchmesser, das ist eben halt mein Durchmesser. Dann richte ich eben halt mit geometrischen Abhängigkeiten das Ganze noch aus. Das heißt, zu meinem Ursprungspunkt kann ich das dementsprechend ausrichten und so dass es eben halt direkt unten an der Feder beginnt. Ich schneide meine Skizze kurz auf, das heißt, an der Stelle will ich noch einmal die Z-Achse projizieren. Diese kann ich dann auch wiederum markieren und einfach zu einer Mittellinie gestalten. Und bemaße ich nun von der Mittellinie zu dem Punkt hier an der Stelle, kann ich hier eben halt meine Bemaßung direkt eben halt als Durchmesser anziehen. Das heißt, an der Stelle kommt natürlich eben halt jetzt unser Federdurchmesser in Frage. Das heißt, den kann ich wiederum in unseren Parametertabellen auswählen. Damit ist auch unsere erste Skizze fertig. Ich kann eben die Skizze fertigstellen und kann nun eben halt den Befehl Spirale ausführen. Das heißt, das Profil findet er automatisch, weil das ist das einzige Profil, was in dieser Skizze drin ist. Was ich ihm natürlich vorgeben muss, ist dann hier noch die Achse. Das heißt, die ist er schon am Auswählen. Das heißt, der Pfeil ändert sich natürlich hier von Rot auf Weiß. So, dann müssen wir natürlich noch die Spiralgröße definieren. Das heißt, ich kann hier eben halt verschiedene Typen an Auswahlkriterien durchführen. Das heißt, Steigungen und Windungen ist nicht so das, was ich jetzt hier brauche, sondern ich will eben halt die Windungen und die Höhe haben. Das heißt, die Höhe ist hier mit 10 mm angegeben. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch 100 eingeben. Sie sehen eben halt, dass die Spirale eben halt bei einer Umdrehung 100 mm als Steigung hat. Tue ich hier eben halt zwei Umdrehungen oder zwei Wirkungen einsetzen, habe ich natürlich eben halt auch an der Stelle zwei Windungen da drin. Hier gehe ich eben aber her und sage, Parameter auflisten, das soll meine Federlänge werden. Ja. Und Umdrehungen sage ich jetzt einfach mal, will ich mal 8 Stück haben. Und dann kann ich hier eben noch die Spiralenden definieren. Das heißt, die kann ich natürlich noch flach auslaufend lassen. Das heißt, an der Stelle nehme ich hier zum Beispiel einen Überbrückung oder einen Übergangswinkel von 180 Grad mit eben halt einem flachen Winkel von 90 Grad.
So, ich bestätige das jetzt mal mit OK und dann sehen wir auch, wie jetzt die Feder dann dementsprechend aussieht. Das heißt, die Windungen, die erste und die letzte Windung, die werden dann dementsprechend flach angelegt. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem verursacht. Das heißt, ich wollte eben halt nicht die Feder eben halt zusätzlich zu diesem Volumenkörper erzeugen, sondern ich wollte einen neuen Volumenkörper erzeugen. Ja? Das hat eigentlich folgenden Grund. Das heißt, wenn ich jetzt eben halt schaue, habe ich hier oben in meiner Volumenkörperkontrolle eben halt zwei Volumenkörper und ich kann diese einzeln sichtbar oder unsichtbar machen. Hat den Vorteil, dass ich nachher beim Einbauen eben halt den Zylinder, ja, der eigentlich gar nicht zu der Feder offiziell gehören dürfte, dass ich den einfach hier unsichtbar schalten kann und man sieht dann diesen Zylinder nicht mehr. Ich lasse den jetzt allerdings mal noch an. Den werden wir also im Nachhinein unsichtbar schalten. So, dann erstellen wir nun eine weitere Skizze, das heißt wiederum auf der XZ-Ebene erstelle ich wieder eine neue Skizze. Wir wollen natürlich jetzt unsere Feder an der Stelle noch anschleifen, das heißt, so hat die natürlich noch keine Wirkung, das heißt, wir wollen hier eben halt noch einen Anstift machen, das heißt, ich zeichne einfach zwei Rechtecke oben und unten drunter. Die kann ich auch eben halt direkt mit geometrischen Abhängigkeiten gleich ausprägen lassen. Und mit einer anderen Abhängigkeit, zum Beispiel koinzident, kann ich die direkt hier unten dran setzen. Hier oben muss ich erstmal noch was projizieren. Und jetzt kann ich natürlich hier wiederum bemaßen. Ich fange mal hier mit an. Das heißt, das sind einfach mal nur 10 mm. Und hier kann ich jetzt eben zum Beispiel auch wieder unseren Federdurchmesser nehmen. Und ich sage jetzt einfach mal plus 10 mm. Dann steht das auf jeden Fall etwas über. Die Skizze kann fertiggestellt werden und wir machen jetzt einfach eine Extrusion mit beiden Profilen als Differenz in beide Richtungen, symmetrisch. Auch hier kann ich wiederum sagen, okay, das ist dann wieder der Federdurchmesser plus 10. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, zieht er da noch nichts ab, das heißt, ich habe noch, muss noch die Volumenkörperkontrolle definieren und dann zieht er das erst da an der Stelle ab. So, da sehen wir natürlich jetzt hier dementsprechend unsere Feder. Jetzt können wir eben halt hier unten in unsere Baugruppe wechseln. Ich könnte jetzt über Platzieren das Ganze eben halt platzieren. Ich will da noch was anderes zu zeigen. Das heißt, ich setze einfach beide Fenster nebeneinander. Und gehe in das aktive Fenster der Feder, das heißt, die Feder ist jetzt mein aktives Fenster, sodass ich die hier im Browser sehe und kann die dann einfach im Browser markieren. Das heißt, ich gehe hier oben auf das Symbol und ziehe die einfach per Drag and Drop in meine Baugruppe rein. So, da haben wir dann auch unsere Feder. Das Ganze kann ich dann eben halt wieder maximieren. Wir werden nun eben halt die Feder platzieren. Das heißt, das mache ich eben halt über ganz normale Abhängigkeiten. Das heißt, ich nehme hier oben die Fläche rein, setze die einmal da oben drunter, ziehe die wieder raus, nehme jetzt die untere Fläche, drehe mein Bauteil und setze das dann eben halt auch da drauf. Ja. Die letzte Abhängigkeit ist eben halt die Ursprungsebene, das heißt, ich nehme einfach mal hier die Z-Achse und aus einer Platte nehme ich auch einfach mal irgendeine Z-Achse und setze sie dann eben halt über eine Abhängigkeit passend zusammen. So habe ich jetzt hier eben halt nur noch die Möglichkeit, die Feder zu drehen, ja, aber ich kann die nicht mehr von ihrem Platz wegschieben. So, jetzt geht es natürlich darum, die Bewegung auszuführen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eben, wie eben schon mal gezeigt, die Bewegung eben halt adaptiv oder durchführe, habe ich hier die Möglichkeit, einen Startpunkt anzugeben, einen Endpunkt anzugeben. Hier unten kann ich das Ganze noch aufklappen und kann das zum Beispiel auch auf Bewegung oder auf Kollisionserkennung laufen lassen. Habe dann hier eben halt die Möglichkeit zu sagen, wie das definiert werden soll. Also er fährt eben halt vom Start weg bis an den Endpunkt, also bis auf 120 und fährt dann wieder zurück auf die 100. Das Ganze fährt er dann sogar 20 Mal ab. Ja, wenn ich jetzt hier allerdings auf Play drücke, kommt eben halt eine Fehlermeldung, dass er diese Berechnung nicht durchführen kann. Ist ja eigentlich auch klar, diese Feder hat noch keinerlei Adaptivitäten, das heißt, wir haben die noch nicht Adaptivität geschaltet und so können somit auch dort nicht diese Feder bewegen lassen.
Deswegen gehe ich zurück in die Feder und nehme hier einfach diese Extrusion, die wir eben als erstes erstellt haben, und setze die einfach nur auf Adaptiv. Wir können dann auch gleichzeitig hierher gehen und können dann auch schon mal die Sichtbarkeit unserer Feder ausschalten. Wir speichern das einfach ab, wechseln wieder zurück in die Baugruppe und müssen dort dann eben halt auch unsere Feder adaptiv schalten. So, da haben wir es. So, und jetzt können wir das Ganze wiederum bewegen. Das heißt, ich zoome mal etwas näher ran, gehe wieder auf meine Abhängigkeit und sage bewegen und lass das einfach so, wie es jetzt hier so stand, und drücke jetzt hier einfach nur auf Play. Und dann passiert natürlich nichts. Das heißt, die Platten bewegen sich zwar auseinander, unser Zylinder bewegt sich auch auseinander, aber die Platten oder die Feder an sich oder die Spirale an sich verändert sich nicht. Das liegt einfach an der Tatsache, dass ich da noch was vergessen habe. Schauen wir mal kurz in die Parameter rein. Das heißt, hier habe ich eben halt das Ganze auf die Schlüsselparameter definiert. Das heißt, wenn ich eben halt alle Parameter mir anschaue, dann habe ich hier zum Beispiel einen Parameter, der die Federlänge definiert. Das heißt, das ist der Parameter D62. So, wenn ich jetzt eben halt nochmal hier das Ganze sichtbar schalte, dann gehe ich in die Feder rein, sage Element bearbeiten, habe hier die Spiralgröße und habe hier diesen Wert D67. Ja? Das heißt, das sind diese 100 mm. Diesen Wert kann ich natürlich jetzt eben halt sagen, okay, ich will jetzt hier einfach mal mit diesen Bemaßungsanzeigen die Maße von dem Zylinder haben. Und dann kriege ich hier auch die Länge des Zylinders angezeigt. Das heißt, an der Stelle wähle ich den einfach aus. Und wie ich es eben in der Parametertabelle gezeigt habe, kommt hier dann eben halt dieses Maß D62 rein. Das ist genau wichtig dafür, da eben halt nur der Zylinder adaptiv ist und die Federlänge eben halt von dem Zylinder abhängig gemacht wird. So, speichern wir das wieder ab, das heißt, ich mache den Zylinder wieder unsichtbar, speichern wir das Ganze wieder ab, wechseln wir nun wieder in die Baugruppe und dann werden wir auch sehen, dass das dann anschließend funktioniert. So, wir sehen eben halt, dass jetzt die Feder auseinandergezogen wird und anschließend wieder zusammengedrückt wird. So, das war es dann auch soweit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Sollten Sie da noch irgendwie Fragen oder Anregungen zu haben, würde ich Sie bitten, sich eben halt über unsere Internetseite www.blcard.de zu informieren oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@blcard.de. Vielen Dank.